Herzlich willkommen zurück zu ja, und der Tommy und ich sitzen immer noch hier. Ja. Nach dieser ernüchternden letzten Runde. Ja, ich bin immer noch so abgefuckt, ey, ohne Scheiß. Diese scheiß Trinkspiele, ey, da rastet man aus. Ja, ich dachte, beim Pokern habe ich schon mein Limit hier erreicht in dem Spiel. Aber es geht noch schlimmer. Und aber diese Trinkspiele, die sind echt dazu da, um einen abzufucken, glaube ich, so ein bisschen. Ja, und was uns auch noch geschockt hatte in der Aufnahmepause war, als wir gesehen hatten beim Fortschritt, dass es von diesen Trinkspielen 6 Stück gibt und wir bisher 1 haben. Das war uns zwar eigentlich bewusst, aber wir hatten es wieder verdrängt. Ja, muss es nicht so schlimm sein, weil ja jedes Trinkspiel anders ist. Ja, ich hoffe wirklich, dass es... Die sind alle anders. Also das erste, was wir geschafft haben, war auch ein ganz anderes. Deswegen wahrscheinlich ist ja... Also manche liegen einem halt, manche liegen einem nicht so. Ja. Aber das fand ich ganz schön krass, ey, muss ich sagen. Ja, und da wir das nicht mehr sehen konnten, haben wir uns dazu entschieden, jetzt doch mal wieder einen kleinen Fixer-Auftrag dazwischen zu schieben. Ja, um es für euch spannender zu machen. Ich werde noch mal ein bisschen trainieren, wie immer, schön fleißig. Und vielleicht werden wir das irgendwann noch mal hinkriegen, dieses Trinkspiel. Ansonsten muss ich hier leider den Controller inklusive Fernseher und meinen Mit-Let's-Playern hier leider die Fresse polieren. Beim nächsten Mal, wenn wir das machen. Nein. Es ist auf jeden Fall echt. Es macht einen schon ganz schön aggro. Ja, ja. Ich bin auch so ausgetickt. Ich hab das echt selten in Spielen eigentlich, dass es mich dann so fuchsen, aber das hat mich gerade echt richtig. Das ist jetzt hier ein fixer Auftrag. Das ist ein fixer Auftrag, genau. Und das erstmal ein Zielfahrzeug müssen wir uns holen und dann müssen wir die Cops ablenken. Bist wieder in deinem Trailerpark, hä? Da ist der Domi am liebsten. Ich glaube, das ist echt der Spot in dem Spiel, wo du am meisten auch wirklich selber gespielt hast. Das kann wirklich sein, ja. Das kann wirklich sein. Aha. Motorrad, it is. Falsche Richtung, du warst schon. Die stehen immer in der richtigen Richtung. So, ab jetzt läuft die Zeit, Kumpel. Also hacken wir mal ein bisschen hier. Ja. Durch den Wald, das war eine geile Motorrad, Strecke. Beim Motorrad muss man immer mit Bedacht hacken. Oh, siehst du, sowas passiert nämlich instant. Genau deswegen. Offroad bin ich da noch nicht so. Noch nicht so bewandert. Also auf. Ah, du schaffst es. Achso, aber der Timer läuft weiter. Der läuft natürlich weiter. Alles klar, aber jetzt steht das Motorrad ja direkt und ich kann direkt losfahren. Ja. Kleiner Bonus. Und da geht's direkt los. Ich habe das auch gestern schon hier den Jungs erzählt, dass wir noch gar keinen richtigen Plan haben für Silvester dieses Jahr. Da fällt mir gerade mal ein, mich würde echt mal interessieren, was ihr alle schon so oder ob ihr da schon euch Gedanken drum gemacht habt oder nicht. Es gibt ja viele, die planen das sehr früh. Es ist eigentlich für uns auch verhältnismäßig sehr früh. Wenn ich mich so an die letzten Jahre erinnere, haben wir das eigentlich immer erst so im Dezember irgendwann oder kurz vorher eigentlich quasi immer erst gewusst, was wirklich gemacht wird. Mal gucken. Ich hätte aber eigentlich mal Lust, irgendwas Abgefahrenes zu machen dieses Jahr Silvester. Ja. Vielleicht habt ihr ja da ein paar Ideen für uns. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ja, und natürlich auch, was ihr so macht selber. Ne? Ja, das ist natürlich auch interessant. Klar. Können uns eine kleine Challenge für Silvester eigentlich... eine kleine Challenge mitgeben. Oh nein! GG! Oh, das gibt's doch nicht. Und jetzt hänge ich an dieser... Oh nein! Du hast es doch geschafft, aber der nächste... 4 Sekunden. 2, 1... Boah, jetzt musst du es so reißen. Hier rechts. Hier rüber. Jawohl, nice. Vollgas. Vollgas, 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 Vollgas. Das war zu knapp. Okay, jetzt können wir die Strecke schon mindestens bis dahin ein bisschen besser. Guck mal, was für ein cooler Tipp. In einem Sportwagen sind sie schnell und wendig unterwegs. Danke für die Information. Wieder was dazugelernt. Ja, nicht gewusst, Freunde. Ne? Danke, Watch Dogs Entwickler, dass ihr uns das zuteil werden lasst. Ohne Scheiß. Ist nett. Wobei, ich würde mir echt gerne mal ein Video wünschen, wo die Entwickler selber die Trinkspiele durchzocken müssen. Ja, das stimmt. Das würde ich auch gerne mal sehen, ob die das so gut hinkriegen. Ja, konzentrier dich mal ein bisschen hier auf das Rennen. Die Cops kommen dir nämlich auch. Sehe ich gerade. Also die Kreise sind am Start. Jawohl, hier den Berg hoch. Sehr schön, sehr schön.
Achtung, Lastwagen. Und hier wieder Offroad. Achtung, Rampe. Sehr nicer Sprung. Aber eine roughe Landung. Aber dafür kannst du nichts. Hier können wir jetzt richtig schön ein bisschen hacken. Sehr schön. Achtung, Kurve. Und jetzt einfach hier. Es sind noch. Oh, jetzt haben sich die Cops auch. Das ist natürlich echt mies auf dem Motorrad. Das sind doch solche Schweine! Jetzt knallen sie mich bestimmt ab. Extremes Pech gerade gehabt. Die andere Richtung wäre besser gewesen. Oh Gott, 8 Sekunden. Ist schaffbar. Hier links. Boah, boah. Lass ihn bauen. Nein. Oh nein, das gibt's doch nicht. Oh nein. Ist aber auch krass mit den Cops. Du könntest mal gucken, vorher, bevor du jetzt draufsteigst, dann läuft die Zeit auch noch nicht, ob wir Jamcoms noch haben. Ja, das stimmt. Das mache ich mal direkt. Die würde ich mir dann schon mal bereit machen. Ins Waffenmenü. Genau, oben rechts sind die. Also in der Mitte dazwischen. Komm schon, so. Genau. Genau, und du hast jetzt 5 am Start, damit sollst du sie eigentlich erstmal. Wenn ich die jetzt ausgewählt habe, dann. Mit RB, du machst du es jetzt. Alles klar. Dann. Auf ein neues. Kannst du mir sagen, wenn ich das dann drücken soll? Ja, also, mach ich. Ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, Silvester, ey. Es wäre echt 2015 ist es ja dann schon nächstes Jahr. Ja. Krass, ey. Ja, ziemlich schnell gegangen das Jahr. Bis jetzt. Es fängt ja jetzt tatsächlich auch schon wieder an, dass in manchen Supermärkten... Jamcom? Schon wieder das Weihnachtszeug... Das kann doch nicht wahr sein. Ausgepackt wird. Ja, das stimmt. Im Real und überall. Ich habe schon gesehen, das ist alles voll mit den ganzen Dingern schon wieder. Die Weihnachts-Nikoläuse und sonst was sind schon wieder am Start. Ist aber für mich noch zu früh. Ich bin noch nicht so in Weihnachtsstimmung irgendwie. Gerade jetzt, nachdem wir in Amerika waren, irgendwie, ich bin noch eigentlich in Sommerstimmung. Und deswegen bin ich auch ein bisschen enttäuscht von den letzten Tagen hier in Deutschland. Die waren irgendwie alle ein bisschen crap. Das kann ich. Okay, das war's. Crap. Das war's leider. Crap. Einfach nur crap. Crap. Boah, wie es sich noch weggesmackt hat. Das muss sich ja lohnen, hä? Und vorbei. Ach ja, schön. Ja, sind krasse Rennen hier auf jeden Fall. Alright. So, jetzt aber, Domi. Vollpfosten nennt sie mich noch. Dankeschön. Nett. Ja, die Offroad-Strecke hier hat es schon in sich auch. Boah, es war auch schon wieder gefährlich gesprungen. Aber das läuft gut. Ich merke schon, du bist so langsam wieder im Motorrad-Feeling drin. Boah, risky. Boah, rechts. Geradeaus. Achso, Jamcom übrigens, sorry. Habe ich voll vergessen. Das. Da musst du vorsichtig sein an der Stelle. Jamcom. Was ist denn jetzt los? Du bist gegen Pfosten gefahren, blöd. Gott. Jetzt hast du auch gleich Jamcom. Das wird nichts mehr. Ach, ich bin auch am Punkt vorbei, ne? Habe ich das Gefühl. Kann sein, dass der wir gelbe jetzt Punkt gerade war, noch ja, der war hinter uns, glaube ich. Ach nee. Ach nö. Nochmal schnell wieder. Jamcoms herstellen.
Und nochmal nach vorne. So. Jamecom? Jetzt gleich wieder recht hoch. Jam, komm. Achtung. Jam, komm. Achtung, nicht gegen die Zäune da. Die sind gefährlich. Gut aus, Jamecom. Achtung, ein bisschen langsam. Oh. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Aber wir haben noch genug Zeit. Also im Moment läuft es eigentlich ganz gut. Aber diesen Übergängen von Straße zu Offroad muss man immer ein bisschen, jetzt steig doch drauf. Ein bisschen langsamer sein. Von der anderen Seite geht's nur. Das gibt's doch nicht. Jamcom? Ich hab keinen mehr. Okay. Oh nein, das gibt's nicht. Hier rechts hoch hättest du muss. Naja, also ich habe ein kleines Déjà-vu, nur dass wir jetzt gerade uns nicht betrinken, fahren, sondern Motorrad fahren. Ja, egal. Wir kriegen das noch hin. Okay, gleiche Spielchen. Du musst halt an diesen Übergängen immer, wie gesagt, wenn du Kurven siehst, du musst auch manchmal ein bisschen bremsen, beziehungsweise vom Gas gehen. Einfach reicht da manchmal schon. Das mache ich manchmal nicht genug. Ich versuche es schon, aber ich bin manchmal, glaube ich, ein bisschen zu spät. Ich bin zu lang noch auf dem Gas. Also wir haben ja jetzt schon den größten Teil der Strecke, kennen wir ja jetzt schon. Wow, wow, wow. So ein Glück gehabt. So, das läuft schon mal gut. Jamcom. Au, au, au. Nicht zu krass lenken auf jeden Fall. Ja, rechts so. Weil dann gerät er außer Kontrolle, das gute Ding hier. Boah. Das war auch Glück. Das ist auch gefährlich. Jamcom. Genau, jetzt hier vorsichtig. Bam, super Sprung. Wieder. Genau. So, läuft nice. Achtung, boah. Jamcom. So, und jetzt vor der Kurve hier ein bisschen langsamer, bevor es im Wald reinfetzt, dann passiert auch nichts. Genau, so geradeaus. Noch ein Jamcom? Oh ja. Hier links. So, jetzt geht's hier rechts den Berg hoch, ja. Aber nicht zu schnell auch. Weil wir wissen nicht so genau, wie es danach weitergeht. So genau, ja, jetzt kannst du wieder auf den Schienen, bleibst du jetzt noch einen Moment. Noch 12 Checkpoints hier rechts hoch. Wieder ein bisschen langsamer werden. Also wir haben gerade gut Zeit, also wir brauchen uns nicht ganz so krass stressen. Jetzt kommen die Cops dazu. Mit Heli und allem. Wie viele sind es noch? Noch 8 oder so. Pass aber auf die Zäune auf. Noch 7. Boah, risky. Hier links, Vollgas. Boah, der Helikopter, da hättest du kurz hacken können. Nein! Hacken! Schnell zum Motorrad. Die Cops.
das war's schon wieder. Ja. Och, das kannst du auch nicht. Ist aber auch mies mit den Kopf. Den Heli hätte ich aber gerade hacken können, das war echt, ja, das war ein eigener Fehler. Ja, der ist direkt vor dir geflogen da. Das, ich glaube, ich bin abgestiegen einfach statt... Kann sein, ja. Okay. Kurz konzentrieren. Jo. Okay. Jetzt aber. Ich habe irgendwie... Wir müssen die Jamcoms noch ein bisschen effizienter einsetzen. Vielleicht reicht es dann fürs ganze Rennen. Wir sparen jetzt am Anfang mal noch ein bisschen. Sparen wir noch ein bisschen. Zieh rechts. Hau jetzt mal einen raus. Hey, Obi. Auch noch eine Tankstelle. TTOS. Oh, Domi, das ist nicht deine Runde schon wieder hier. Aber noch ist alles drin. Kannst es immer noch schaffen. Hast du ein bisschen Zeit rausgeholt? Achtung, hier links hoch. Da längst du zu krass einen Tick. Ah, den hättest du gerade gar nicht gebraucht. Ey, das kann nicht wahr sein. Jetzt bin ich tot, ja. Das hätte es aber wahrscheinlich eh nicht bis zum Ende gehalten, weil es hat ja da schon geraucht und das war ja noch nicht mal ganz, ja, die Hälfte. Stimmt. Also mit den Comps, mit den Jam-Comps, das funktioniert, wenn wir nur vorher, wenn wir ein bisschen sparen am Anfang. Ja, ich habe gerade, glaube ich, auch, da war ich ein bisschen zu voreilig. Ich mache es einfach nur noch, wenn du sagst. Jo. Konzentriere mich jetzt nur aufs Fahren. Ja. Das muss jetzt hier irgendwie gewuppt werden. Ab geht's. Jetzt kannst du einen raushauen. Okay. Hör, was ist denn hier los? Ja, du bist auf den Kopf gelandet. CTOS-Scan? Moment, hier gibt es ein technisches Problem mit dem CTOS-Scan. Ich mag dieses Geräusch gar nicht. Diese tickende Zeit, ja. Stresst einen ungemein. CTOS-Scan? Jamcom. Vorsichtig. Über die Kreuzung, bam. So, links weg. Jamcom. Ich glaube, wir haben einen Frage im CTOS-Scan. Bitte warten. So, jetzt kommt das Schienenstück. Hier rechts. So ein bisschen langsamer wieder. Du hast gerade eigentlich wieder gut Zeit. Die erfahren, also Jamcom. So, gut bleiben.
So, jetzt zurück hier. Jamcom? Keinen mehr da. Okay. Ja, hier links. Es sind nicht mehr viele Jackpots, noch 5. Und die CTS-Suche ist beendet. Okay, dann kann ich jetzt ja... einigermaßen entspannt, ganz sicher zu Ende. 10 Sekunden plus hast du gerade. So, jetzt noch 2. Also bloß nicht crashen einfach, dann glaube ich, hast du es geschafft. Jetzt kommt der letzte. Ja. Über die Rampe noch Vollgas? Jawoll! Jawohl. Sehr endlich. Nice. Endlich. Sehr schön. Ja, das ist coole das, Nummer, ey. Mit dem Abschlusssprung, ey, das war echt noch ganz cool. Ganz cool von der Map her. Boah, da hättest du auch wirklich drüber springen können, wie krass. Oh, 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 oh. Boah. Krasser hier Freestyle, der Domi. Das ist ein schönes Boot, da wollte ich noch kurz hin. Steigen wir da noch kurz ein. Ja, sehr schön, sehr schön. Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis. Ja, Gott sei Dank. Boah, ey, dieses Trinkspiel, ich raste immer noch aus. Ich glaube, Tommy... Ich kann mich da auch nicht mehr beruhigen von, glaube ich. Ich glaube, wir müssen jetzt mal hier kurz einfach eine Runde hier auf dem Wasser. Nee, Mann, das ist auch diese Trauermusik. Die direkt da hinten ist voll der krasse Damm. Den haben wir noch nie gesehen, oder? Wir fahren da jetzt mal einfach kurz hin. Oder? Da war, wir sind schon mal da drüber gefahren, ich erinnere mich. Aber von vorne ist der mir auch noch so, oder? Vergesse ich jetzt was. Ist mir so noch nicht aufgefallen, glaube ich. Wir suchen ja auch immer noch eine Sehenswürdigkeit. Ja, das stimmt. Die letzte von 100 Stück. Ja. Also die 100. leider. Ist einfach nicht auf der Karte zu finden. Wir wissen noch nicht genau. Ach so, und wir könnten auch nochmal nebenbei erzählen, wir haben eben nochmal versucht, online was zu auszuprobieren. Genau. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Also da steht dann immer, wir suchen nach anderen Spielern und da steht dann Wartezeit unbekannt und da tut sich einfach nichts. Ja, ich glaube, das liegt wahrscheinlich noch irgendwie... An unserem Offline-Modus, meinst du? Ja, irgendwie an Uplay kann ich mir vorstellen, dass es damit zu tun hat. Weil da hatten wir mal ein paar Probleme manchmal mit dem Connecten. Müssen wir nochmal gucken. Vielleicht haben wir irgendwann den Offline-Modus einfach eingestellt und deshalb geht das nicht. Auf jeden Fall müssen wir halt, um die 100% zu erreichen, auf jeden Fall diesen Online-Modus auch absolvieren. So wie ich das verstanden habe, ne? Ja, ja, die gehören dazu. Und sieht geil aus. Ist mir echt so noch nicht aufgefallen, oder? Ja, ist echt cool. Aber ihr habt die Sehenswürdigkeit auch wirklich schon hier unten. Ja, wir müssen schon mal da gewesen sein, ganz kurz. Aber wir haben das ja in einem ziemlichen Rush gemacht. Also sind da echt durch. Und da ist halt der Haken. Alles haben wollten. Aber den habt ihr schon, sicher, ja? Ja, den haben wir schon. Der Haken, der ist nicht mehr weiß. Der ist. Was ist denn jetzt hier los? Hast du dich jetzt eingesperrt da? Ja, ohne Mist. Ich komme hier nicht raus. Doch, jetzt. Ey, keine Faxen. Ja, gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier an der Stelle nochmal und sehen uns morgen wieder. Genau. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Ah, ich kann das Zitat nicht fortsetzen. Das wäre geklaut. Alles klar. Macht's gut, Freunde. Bis dann. Ciao.